Ja, hallo, herzlich willkommen in Halvesbostel im Landkreis Harburg. Mein Name ist André Fagz, ich bin Verkaufsberater für die Firma Pioneer in den Landkreisen Harburg, Heidekreis, Hannover, Schaumburg, Nienburg und Diepholz. Ich möchte einmal hier im Feld unsere Sorten für die nächste Saison vorstellen. Wir haben hier als Schwerpunktempfehlung im frühen Segment die P7515, Siloreife 220, Kornreife 210 und als neue Sorte die P7460, Siloreife 200, Kornreife auch 200. Beide Sorten sind Zahnmeise, heißt letztendlich in der frühen Fütterung frühe und schnelle Stärkeverfügbarkeit. Das frühe Segment, die beiden Sorten in der offiziell empfohlen. Beide Sorten eignen sich auch zum Drusch. Entweder eben hier in dieser Region als Zweitfruchtmais oder bei Futterknappheit normale Aussaat, frühe Ernte. Sie eignen sich für die etwas kälteren Standorte, aber auch eben für die etwas leichteren Standorte. Und in Verbindung bei früher Ernte empfehle ich unser neues Siliermittel Rapid React. Hier können wir die Silagehaufen schon nach 10 Tagen öffnen und haben eine vernünftige Silierung und kaum Nacherwärmungsprobleme. Dann gehen wir gern weiter vom frühen ins mittelfrühe Segment. Hier haben wir einmal die P8329, Siloreife 250, Kornreife 240, auch offiziell empfohlen diese Sorte, ein reiner Zahnmais. Für die leichteren Böden, Bestandesdichte hier etwas runternehmen, 7,5 bis 7 Pflanzen. Die Pflanze macht einen unheimlich hohen Kornertrag und auch gute Gesamttrockenmasseerträge. Auf den anmoorigen Böden die P8333, Siloreife 250, Kornreife 250, auch eine zahnmaisähnliche Sorte, unheimlich hohe Gesamttrockenmasseerträge mit gutem Kornertrag. Diese Sorte lässt sich bei Bedarf auch dreschen wie die P8329. Dann gehen wir ins mittelspäte Segment. Hier unsere Hauptempfehlung, die P8666, Siloreife 260, Kornreife 250, eine zahnmaisähnliche Sorte, zeichnet sich durch sehr gute Qualitäten aus. Bestandesdichte hier irgendwo auf leichten Böden 7 bis 7,5 Pflanzen. Bei Bedarf lässt sich diese Sorte auch sehr gut dreschen. Wir können auch CCM mitmachen. Letztendlich die ideale Kombination aus Gesamttrockenmasseertrag und Qualität. Im mittelspäten Bereich Schwerpunktempfehlung für Biogasbetriebe, Zulieferbetriebe, die P8888, eine Kornreife mit 250 und eine Siloreife mit 280. Hier haben wir ein extrem weites Erntefenster, diese Sorte eben ideal für Biogasbetriebe als Standorteignung hier. Letztendlich Standorte, die am Wasser sind, wo wir berechnen können, mineralische Böden auf leichterem Boden, Bestandesdichte runternehmen. Wir sehen irgendwo zu, dass wir mit einer Bestandesdichte hier von 7,5 bis 7 Pflanzen fahren. Die ideale Empfehlung für die Biogaszulieferbetriebe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass Sie nächstes Jahr auch gerne eine Sorte von uns mal wieder ausprobieren.